Hallo, ich kriege gerade relativ viel E-Mails von Zusehern, die mich vor allem zwei Sachen fragen. Zunächst dürften das Leute sein, die sich neu mit dem Thema Geldanlage und Ersparnisse beschäftigen, und die fragen mich, ob ich einmal in einem Video das Wichtigste, quasi die Basics, komprimiert behandeln kann. Und das Zweite ist, ich wäre gefragt, ob ich Literaturtipps habe, ja, Bücher, die zu dem Thema interessant sind. Und das sind die beiden Themen, die ich in dem Video aufgreifen möchte. Ich möchte das in Strategie und Taktik unterteilen. Ja. Strategisch ist quasi die Ausrichtung: Ich lege zum Beispiel Geld auf Sicht von 15 Jahren an. Ich möchte 80% in Aktien anlegen, davon vor allem im Energiebereich, im Gesundheitsbereich und von mir aus im Agrarbereich. Ja. Das wäre für mich eine Strategie, und 20% zum Beispiel lege ich in Gold an. Ja. Und das Taktische ist dann wirklich, welche Aktie kaufe ich konkret? Kaufe ich jetzt, wenn ich mich entschlossen habe, zum Beispiel im Agrarbereich zu investieren, kaufe ich dann John Deere als Hersteller von Landwirtschaftsmaschinen oder doch lieber Kubota, den japanischen Konzern, der ebenfalls Landwirtschaftsmaschinen herstellt. Ja, also das würde ich als Taktik empfinden. Und ich glaube, dass momentan die richtige Strategie deutlich wichtiger ist als die Taktik. Ja. Und deswegen setze ich auch da einen Fokus drauf. Ja. Also für mich ist wichtig, eine langfristige Strategie zu haben. Ich werde heute die Vergangenheit ein bisschen Revue passieren lassen, was ich Freunden in den letzten Jahren oder teilweise schon seit über 10 Jahren, mit solchen Fragen zu mir kommen, was ich denen rate. Das ist aber nie eine konkrete Empfehlung, ja, weil es immer darauf ankommt, auf den persönlichen Hintergrund. Ja. Habe ich eine Immobilie, die ich selber bewohne, die im Eigentum ist oder nicht, ja, und viele andere Sachen, das Lebensalter, ja, das verfügbare Einkommen, habe ich Kinder, ja, also das spielt alles eine Rolle, und das kann man nicht ganz so pauschal sagen. Aber mir ist aufgefallen, dass es quasi drei Generationen an Freunde und Bekannte gab. Also ich selber lege mein Geld schon seit 17 Jahren an der Börse an, und da sind eben schon vor über 10 Jahren einige Bekannte im Freundeskreis zu mir gekommen und haben mich da um Rat gefragt. Ja. Das war mal so die erste Staffel an Leuten, die zu mir kamen. Da waren wir damals, die meisten sind in meinem Alter, so 30 Jahre alt, ja, vor gut 10 Jahren, vor 12, 13 Jahren war das. Und das ist halt oft das Alter mit 30, wo man sich beruflich etabliert hat, ganz gut dann verdient, und wo es erst einmal relevante Summen am Monatsende überbleiben, wo man sich mehr Gedanken darüber macht, was man damit jetzt tut. Ja. Und meine Ratschläge damals sind in die Richtung gegangen, eigentlich vor allem bei Leuten in dem Alter 100% Aktienquote. Also wenn jemand jeden Monatsende 400 € überbleiben, dann kauft es alle 2 Monate um 800 € Aktien eines bestimmten Unternehmens. Also mal dieses Unternehmen, dann wieder ein anderes aus einem anderen Sektor. Meiner Meinung nach auf sehr lange Zeit kann da nicht sehr viel schief gehen. Und es ist auch bei allen gut gelaufen, ja, auf lange Frist. Ja. Und die zweite Frage, die da manchmal kam, war, wenn jemand eine Erbschaft macht oder so. Man erbt zum Beispiel mit den Geschwistern gemeinsam ein Haus, verkauft das dann, und es bleiben für eine Person 120.000 € übrig. Ja. Und da habe ich dann sehr lange empfohlen, streut es ebenfalls in Aktien ein. 100% Aktienquote ist eine gute Sache, vor allem wenn man sehr langfristig denkt und noch jung ist. Ja. Aber über einen sehr langen Zeitraum Stück für Stück investieren. Ja. Zum Beispiel durchaus über 7 Jahre, über 9 Jahre, ja, habe ich also damals geraten. Es war damals auch eine Zeit, die sich leider zu heute unterscheidet, wo man das Geld dazwischen auf einem Indiba-Konto parken konnte und dort 3% Zinsen bekommen hat oder 4% Zinsen bei einer Inflationsrate von 1 oder 2%. Das heißt, das Geld konnte man irgendwo gratis parken, man hat sogar ein bisschen Zinsen dafür bekommen. Das ist eben der große Unterschied zu heute. Ja. Die Idee über dieses langfristige Investieren ist die folgende: Am Aktienmarkt gibt es immer wieder längere Phasen, wo die Kurse langsam ansteigen, und dann gibt es relativ kurze Phasen, wo die Kurse auch einmal heftig fallen können. Ja? Also auch eine Qualitätsaktie kann in einer Panik durch einmal 30% an Wert verlieren.
Und wenn man quasi einen Einmalbetrag wirklich über einen sehr langen Zeitraum, zum Beispiel eben 7 Jahre, Stück für Stück investiert, ja, und diese Panik kommt dann relativ schnell, dann hat man erst sehr wenig investiert. Ja. Also wenn ich auf die Art erst 10% investiert habe und dann verlieren die Aktien 30% an Wert, sind das 3% meines Gesamtkapitals. Kann ich relativ locker verschmerzen. Wenn ich quasi das Glück habe und ich erwische einen guten Einstiegszeitpunkt, wo ich beginne und es geht dann mehrere Jahre lang hinauf bis zur nächsten Krise, ja, dann habe ich am Beginn der Krise, wenn ich ein Glück habe, durchaus schon 100% Gewinn. Ja. Wenn es dann um 30% runtergeht, dann akzeptiere ich das halt. Ja. Über lange Frist ist das noch immer sehr gut gelaufen. Ja. Und wenn ich heute mit den Freunden spreche, die diesem Ratschlag gefolgt sind, dann sind die auch alle recht glücklich mit ihren Aktiendepots und sind teilweise 100, 150, 200% im Plus, aber wirklich eben Leute, die schon vor 10, 12 Jahren begonnen haben, so Stück für Stück zu investieren. Ja. Das war meiner Meinung nach eine Sache, die fast risikofrei war, ja, wenn man so lange Zeit hat aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Also wenn man in den letzten 40 Jahren irgendwann eingestiegen wäre und man hätte 10 Jahre lang Stück für Stück gleiche Summen investiert, ja, dann wäre fast egal gewesen, zu welchem Zeitpunkt man eingestiegen ist, das wäre immer gut gelaufen. Ja. Eine zweite Gruppe an Leuten, vor allem aus der Familie, kam dann eigentlich am Beginn der Corona-Krise, ja, oder nach der ersten Panik, nachdem sich das gelöst hat. Da war dann scheinbar für viele doch klar, dass sich die Rahmenbedingungen finanziell ändern werden. Ja, also dass mit der Inflation und so weiter, also dass da teilweise sehr ungesunde Sachen passieren. Das war einigen Leuten klar und da habe ich dann drüber nachgedacht, was ich denen raten soll und ich habe denen dann, wie gesagt, kommt immer auf den Einzelfall an, muss man viel berücksichtigen, aber so in etwa geraten, nehmt euer Geld und legt es innerhalb von 3 Jahren an. Ja? Das ist riskanter als innerhalb von 7 Jahren, aber ich habe jetzt auf einmal Kosten fürs Parken vom Geld. Ja? Wenn ich also eine Inflationsrate von 7% erwarte und ich kriege auf der Bank nur 1% Zinsen, dann verliere ich Jahr für Jahr fixe 6% an Kaufkraft, wenn ich das Geld parke. Ja? Und das war eben so ein Abwägen. Ja? Also je kürzer man diesen Zeitraum zum Investieren wählt, desto riskanter ist das Ganze. Ja? In einer Zeit, wo Geld parken, also meiner Meinung nach nahezu risikofrei war, habe ich geraten, es innerhalb von 7 oder 10 Jahren einzustreuen. Das hat sich mit den Corona-Maßnahmen verändert. Da war klar, im Finanzsystem steht irgendwas bevor, Inflation wird Thema werden, man muss jetzt schneller agieren und der Kompromiss war quasi innerhalb von 3 Jahren einstreuen. Ja. Das verhindert also ein zu großes Risiko, wenn ich alles auf einmal mache. Ja. Ist aber auf der anderen Seite schnell genug, dass die Inflation nicht allzu viel vom Kapitalstock angreift. Ja. Und das eben wirklich Schwierige ist, jetzt merke ich eben vor allem per E-Mails von Zusehern, ja, dass es jetzt viele Leute gibt, die sich jetzt ganz neu die Frage stellen, jetzt sind die Schlagzeilen voll mit Krisen im Finanzsystem, wobei ich wirklich betone, ja, immer ruhig und locker an das Ganze ranzugehen. Also die Situation ist nicht so, dass man genau heute was machen muss. Ja. Man hat immer Zeit, in Ruhe 2 oder 3 Tage über finanzielle Entscheidungen nachzudenken und dann planmäßig ranzugehen. Also man sollte sich hier nie von Gefühlen leiten lassen. Ja. Aber die Probleme im Finanzsektor sind schon ganz real. Ja. Es ist durchaus zu befürchten, ich führe das in anderen Videos aus, dass man sehr viel rettet im Finanzsystem und dafür wieder derartige Geldsummen ins System pumpen muss, dass die Inflation noch einmal deutlich höher werden könnte, ja, und dann verliert man noch rascher, ja. Aber das ist halt jetzt wirklich schwierig, ja. Also ich tue mir da auch wirklich schwer, was ich da raten würde, ja, weil auf der einen Seite sagt man eben meine Erfahrung, Geld am Aktienmarkt immer nur Schritt für Schritt, ja. Wenn ich heute 100% investiere und es kommt morgen die nächste Panik und gerade heute ist das nicht unmöglich, ja, dann verliere ich sofort zum Beispiel 30%, aber nicht von einem Zehntel, wie ich vorher skizziert habe, sondern gleich von 100% und das tut schon sehr weh. Ja. Auf der anderen Seite kann es halt jetzt auch zum Gefahr werden, nicht in Sachwerte zu investieren, ja, weil nominales Geld auch deutlich weniger wird. Ja. Ich gehe also davon aus, dass wir auf relativ lange Zeit keine positiven Realzinsen sehen werden, ja, und das ist genau die Schwierigkeit. Ja.
Aber wichtig ist, ja, auch wenn man momentan was falsch machen kann, es gibt momentan meiner Meinung nach nichts, was risikofrei ist, ja, ist es trotzdem relativ wichtig, eine klare Strategie zu haben. Also selbst wenn sich die Strategie im Nachhinein als nicht optimal herausstellt, ja, was wahrscheinlich passieren wird, ja, ist es meiner Meinung nach aber trotzdem besser, mit einer bewussten Strategie zu arbeiten als ohne Strategie. Ja. Und diese Strategie könnte eben zum Beispiel lauten 20% in Gold, 80% in Aktien, eingestreut innerhalb von 1,5 Jahren in den Aktienmarkt, eben diese Risikoabwägung zwischen Zeitdauer und Risiko. Und dann investiere ich vor allem in Aktien, also das ist das, was ich gerade mache, ja, die die Eigenschaft haben, dass wenn die Menschen um 10% oder 20% weniger Kaufkraft zur Verfügung haben, was für die durch die Inflation bei vielen zutrifft, in Gütern, die sie noch immer kaufen. Ja. Also das ist die simple Überlegung, wenn ich nächstes Jahr 10% weniger Geld zur Verfügung hätte als heute, ja, welche Produkte kaufe ich noch immer? Ja. Auf meinen Wochenendeinkauf wird das relativ wenig Einfluss haben, auf Luxusgüter wie eine Urlaubsreise wahrscheinlich deutlich mehr, ja. Und also das wäre meine persönliche Strategie, dass ich eben momentan gerade in eher defensive Aktien investiere. Jetzt aber zu den versprochenen Literaturtipps, was eben diese strategische Ausrichtung betrifft, und ich werde dann eben im zweiten Teil noch über die Taktik, welche Aktien kaufe ich dann konkret, versuchen, ein paar Basics zu vermitteln, ja. Bücher, die mich geprägt haben, die wirtschaftlich zu empfehlen sind, um eben so große Zyklen im Wirtschaftssystem zu verstehen, um Zusammenhänge zu verstehen, ja, die also wirklich gewissermaßen die Weltanschauung des Wirtschaftssystems prägen. Da ist ein Name, der für mich wichtig wäre, Kenneth Galbraith. Ich gebe alle Namen, weil ich es teilweise von der Aussprache her, wenn es nicht klar verständlich ist, ich gebe euch alle Namen in die Beschreibung. Gell. Kenneth Galbraith ist also selbst eine Legende, hat von der Lebensdauer her wirklich nahezu das gesamte 20. Jahrhundert gelebt, war wirtschaftspolitischer Berater und gar nicht so unbedeutend unter Roosevelt, ja, also Zweiter Weltkrieg, ja, und hat aber dann bis in die 90er Jahre hin Bücher geschrieben. Ja. Kenneth Galbraith ist ein irrsinnig intelligenter Beobachter, der auch gut schreibt. Die Bücher sind sehr spannend zu lesen. Man muss bei ihm sehen, dass er aus dem ganz linken Keynesianer-Eck herauskommt. Ja. Also er versucht nicht, die Sachen objektiv darzustellen, sondern es ist eine sehr subjektive Sicht, der in seinen Büchern beschreibt. Dennoch sind die Bücher von Kenneth Galbraith, also ihr könnt es auf Amazon einfach nachschauen. Er hat eine ganze Menge in seinem langen Leben publiziert, und alles, was ich gelesen habe, ist lesenswert. Wie gesagt, vereinfachende Darstellung mit subjektivem Blickwinkel, aber dennoch sehr lesenswert, um eben genauso große Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht bringt das das auch mit, wenn man fast ein Jahrhundert lang lebt und bis zuletzt schriftstellerisch oder wissenschaftlich tätig ist, ja, dass man die Sachen aus einer sehr großen Perspektive sieht. Ja. Da ist also Kenneth Galbraith einer der Wirtschaftsautoren, die sehr lesenswert sind. Das Zweite, was mir einfällt, ist Joseph Stiglitz. Der hat unter anderem das Buch The Roaring Nineties geschrieben, das für mich eines der spannendsten und interessantesten sind, um verschiedene wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, ist also auch eine Leseempfehlung. Im Unterschied dazu Hans-Werner Sinn, die wundersame Geldvermehrung, das ist erst, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach das Standardwerk zur Inflation momentan. Ja. Also Hans-Werner Sinn beschreibt wie kein anderer detailliert, ja, warum die Corona-Maßnahmen, das Gelddrucken und die Ausweitung der Zentralbankbilanz zur Inflation hat führen müssen. Es ist meiner Meinung nach eins der besten Werke, um die momentane Situation zu verstehen. Hans-Werner Sinn schreibt meiner Meinung nach leider ziemlich langweilig. Also er ist der Inbegriff eines Volkswirtschaftsprofessors, der das sehr theoretisch, sehr trocken angeht. Das Buch ist eigentlich das Standardwerk, um die momentanen wirtschaftlichen Probleme zu verstehen. Ja. Also eine unbedingte Empfehlung, aber im Unterschied zu Stiglitz oder Galbraith, wo, wenn man sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, das Ganze eigentlich wirklich fast zu lesen ist wie ein Kriminalroman. Das ist jetzt vielleicht
bisschen zu enthusiastisch, ja, aber wenn man wirtschaftlich interessiert, dann waren das echt Bücher, die ich verschlungen habe. Ja. Hans-Werner Sinn hat eins der interessantesten Bücher zum Thema Inflation geschrieben, ist aber wirklich sehr, sehr trocken. Ja. Also nicht unbedingt das, was man auf einen Urlaub zur Unterhaltung mitnimmt. Ja. Bücher, die ich ebenfalls sehr empfehlen würde, wäre nahezu alles von Nassim Taleb, ja, also vor allem in Richtung Risikomanagement, Denkfehler, die man selber machen kann. Ja. Taleb ist eher einer der bekanntesten Autoren in dem Segment, ja. Auch unbedingt zu empfehlen. Ein Buch, das ich anführen mag, normalerweise würde ich das so nicht sagen, aber von dem ich explizit abrate, ist Howard Marks, weil das auch sehr oft beworben wird. Der Mastering Market Cycles heißt das, glaube ich. Ja. Ich sage es deswegen dazu, weil das Buch eigentlich einen Titel hat, der ganz anders ist wie der Inhalt. Ja. Also eigentlich würde dieser Titel, also Marktzyklen meistern, genau das sein, was man bräuchte, um so eine Strategie sich anzulesen. Ja. Und vielleicht ist das der Titel auch so gewählt worden, weil ich habe das Buch wegen dem Titel gekauft. Es war aber dann sehr viel, naja, nicht so Interessantes drin und auf wie man richtig in Marktzyklen investiert, geht das Buch eigentlich überhaupt nicht ein. Ja. Und es wird aber in relativ vielen Finanzzeitschriften immer wieder empfohlen. Also entweder wer anderer liest da was raus, was ich nicht rauslese, ja, oder es war wirklich nur ein PR-Gag. Ja. Also dieses Buch wäre explizit nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe das ganz gelesen, weil ich es damals auf einen Segelurlaub mitgenommen habe und quasi da hat man dann nicht unendlich viel Bücher mit. Ja. Und deswegen habe ich mich wirklich von vorn bis hinten dann eher durchgequält, weil ich mir gedacht habe, wann wird es interessant, wann wird es interessant, aber es wurde dann nicht interessant. Was man auch noch empfehlen würde, kann, wenn man ein bisschen einen größeren Hintergrund wissen will, auch sehr gut geschrieben sind die Bücher von Costolani, also der Börsenlegende zum Thema Börse. Costolani beschreibt Zusammenhänge irrsinnig gut, irrsinnig griffig, ist ebenfalls sehr gut zu lesen. Man merkt aber den Büchern an, dass Costolani eben er hat sich, glaube ich, selber Spekulant bezeichnet oder ein Investor war, der aber vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Also da sind einfach Sachen wirklich schon veraltet. Ich glaube, er ist auch vor rund 20 Jahren verstorben, aber also André Costolani hat auch sehr, sehr gute Bücher zum Thema Investieren und Börse geschrieben. Ja. Und dann, was ich auch noch anführen möchte, ist halt Adam Smith. Ja. Also Adam Smith, der Wohlstand der Nationen, ist 1776 rausgekommen. Aber es hat wohl einen Grund, ja, warum man Adam Smith als Vater der Ökonomie oder der Volkswirtschaftslehre bezeichnet. Ja. Also im Wohlstand der Nationen, es ist noch immer lesenswert, ja, auch wenn es eben 1776 erschienen ist, aber das ist überhaupt also die Phase damals im 18. Jahrhundert. Ja. Also da gab es so eine Phase, die nennt sich schottische Aufklärung. Schottland hatte damals, glaube ich, gerade einmal 1 Million Einwohner, aber 4 wirklich gute Universitäten und hat eben Köpfe wie Adam Smith oder auch David Hume hervorgebracht. Ja. Also für mich war eigentlich Preußen und Schottland im 18. Jahrhundert die Wiege der modernen Wissenschaft, die Wiege der Aufklärung und der Vernunft. Ja. Und also Adam Smith muss auf jeder Leseempfehlung zu wirtschaftlichen Themen irgendwo mit dabei sein. Und jetzt möchte ich eben zum zweiten Thema gegeben, ich habe so eine Strategie, ja, und ich möchte nochmal betonen, also ich glaube, ob man durch die nächste Krise mit seinen Ersparnissen gut durchkommt oder nicht, wird vor allem von dieser strategischen Ausrichtung abhängen und weniger davon, ob ich dann in diesem Monat diese oder jene Aktie kaufe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Betrag X, ja, und ich teile den jetzt auf 18 Monate auf und investiere jeden Monat ein Achtzehntel und das reicht zum Beispiel für Investitionen in 3 verschiedene Aktien, ja, dann ist diese Strategie, glaube ich, das Wichtige, wo Leute, die eben gut durchkommen und Leute, die nicht so gut durchkommen,
wo sich das unterscheiden wird, die Taktik, ob ich dann in den einen Monat eben jene Aktie kaufe oder jene, wird gar nicht so wichtig sein. Es ist schon wichtig, in welche Sektoren ich investiere. Aber wenn ich zum Beispiel mich entscheide, nächstes Monat in eine Lebensmittelaktie zu investieren, ob das dann Nestle oder Unilever oder General Mills oder auch Pepsi Cola ist, ja, also alles Konzerne, die Sachen herstellen, die man üblicherweise im Supermarkt kauft, ja, also ob dann die eine Aktie ein bisschen besser bewertet ist, die eine Firma ein bisschen höher oder niedriger verschuldet ist, ist eher sekundär. Also mein Tipp quasi für Leute, die sich das erste Mal damit beschäftigen, eher mal diese großen Sachen für einen beantworten, ja. Wie man eine Bilanz liest, wie man einen Geschäftsbericht liest und so weiter. Das ist dann eher sekundär. Allerdings dann, wenn man investiert, schon auch wichtig und man kann sich dann auf jeden Fall mal zumindest eine halbe Stunde nehmen, bevor man eine Aktie kauft und so einen Geschäftsbericht einmal querlesen. Ja. Es ist aber da ganz schwierig, irgendwie so allgemeine Basics zu sagen. Ja. Es gibt immer wieder Bücher wie Zauberformel oder sowas, ja, wo man sagt, man nimmt drei Bewertungskennziffern hin und dann kommen die besten Aktien überhaupt raus. Ja. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ja. Ich muss bei jeder Aktie immer berücksichtigen, was sind die individuellen Tücken dieses Geschäftsmodells. Ja. Die Bilanz eines Autoherstellers ist meiner Meinung nach ganz anders zu lesen. Der Geschäftsbericht einer Versicherung ist ganz anders zu lesen wie eines Lebensmittelunternehmens. Ja. Und hier innerhalb von 20 Jahren kriegt man dann auch Erfahrungen, zum Beispiel wenn man Geschäftsberichte liest, ja, dass man auch vor allem dann erkennt, was steht nicht drin. Ja. Wenn nämlich zum Beispiel in den letzten Jahren irgendein Thema sehr gehypt wurde innerhalb einer Branche und dann auf einmal verschwindet so klammheimlich aus dem Geschäftsbericht, dann steht da eben was nicht drin und man erkennt auch das. Ja. Aber das erfordert relativ viel Erfahrung und das ist meiner Meinung nach mit zwei Büchern sich kaum anzulesen. Ja. Was ich mir generell heute immer anschauen würde, wäre die Verschuldung eines Unternehmens im Verhältnis zum operativen Jahresgewinn. Ja. Es gibt auch Phasen, wo man in Unternehmen investieren kann. Das ist wieder die strategische Ausrichtung, die die letzten Jahre Minus gemacht haben, weil man auf einen Turnaround hofft. Ja. Das würde ich jetzt momentan sowieso nicht machen. Ja. Wir befinden uns am Beginn einer Krise mit einer Rezession, meiner Meinung nach, ja, wo die schwächsten Unternehmen vom Markt verschwinden werden. Ja. Wir haben in den letzten paar Jahren auch mit den Corona-Hilfen quasi sowas wie gesellschaftliche Konkursverschleppung betrieben. Ja. Viele Unternehmen, die eigentlich am Markt gar nicht mehr fähig gewesen wären, ja, sind mit diversen Hilfen und Einmalunterstützungen so weit aufgepäppelt worden, dass wir bizarrerweise ja sogar 2020 und 2021 deutlich weniger Konkurse hatten als die Jahre davor. Und das wird in der nächsten Krise zurückkommen. Also wir werden meiner Meinung nach in dem Jahr deutlich mehr Konkurse sehen als in den letzten Jahren. Es wird keine absolute Katastrophe werden. Ja. Aber also momentan ist meiner Meinung nach nicht die Phase, um in Wackelkandidaten zu investieren, sondern eher in große und stabile Unternehmen. Und da ist eben wichtig, dass man sieht, dass die letzten Jahre in der Mehrheit der Jahre Gewinne gemacht haben, ja, und dass die Gewinne in einer gesunden Relation zur Verschuldung des Unternehmens stehen. Ja. Also wenn eben ein Unternehmen so hoch verschuldet ist, dass ein Anstieg der Zinsen, wie wir momentan sehen, um 3 oder um 4% bedeutet, dass es ein Viertel seiner Gewinne zusätzlich für Zinszahlungen ausgeben muss, ja, dann steht das Unternehmen einfach stabil da. Ja. Es gibt gar nicht so wenige Unternehmen, die so hoch verschuldet sind. Die Nullzinspolitik hat hier einiges Schlechtes als Effekt gehabt, dass sich Unternehmen so hoch verschulden konnten bei 0% Zinsen, dass sie jetzt ernsthafte Probleme kriegen werden. Also das wäre so eine der Kennzahlen. Aber ja, das ist eben kaum in einem Video zu erledigen. Ja. So Basics von Unternehmen, Kennzahlen in einem Video. Es gibt einfach manche Sachen, die gehen da eher schwerer. Deswegen habe ich mir auch da gedacht, welche Bücher ich empfehlen kann. Und bei diesen Büchern, die also dann nicht so zeitlose Klassiker sind, die man gerne im Regal stehen hat, sondern wo es wirklich um Bücher geht, wie liest man einen Geschäftsbericht, auf welche Sachen kommt es an bei der Aktienauswahl, da muss ich auch sagen, habe ich das Problem, dass ich in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden bin, ja, von Freunden, ob ich was herborgen kann und solche Bücher sind dann oft nicht geborgt worden. Ja. Also wenn ich meinen Wohlstand der Nationen herborg, dann melde ich mich ein halbes Jahr auch wieder und verlange ihn zurück. Ja. Aber so Finanzbücher aktuell
aktueller Literatur. Gerade die, die ich empfehlen könnte, sind eigentlich Stück für Stück an Freunde gewandert und nicht mehr zurückgekommen. Und die, die noch bei mir im Regal stehen, das sind eigentlich die, die ich nicht so gut empfehlen kann. Aber drei Bücher sind mir dann doch eingefallen, die ich empfehlen kann. Oder auch als Autor, Max Otte ist da also eigentlich die erste Adresse für mich. Ich habe da ein Buch vor ein paar Jahren gelesen, Investieren statt Sparen. Ich habe aber davor schon mal ein anderes gelesen und es gibt mehrere Bücher von ihm, wo er Richtung Aktienauswahl ja immer wieder sehr ähnlich schreibt. Er ist da jemand, der sehr viel praktische Erfahrung hat und auch einer der intelligentesten Beobachter meiner Meinung nach unserer Zeit. Und die Bücher zu Aktien von Max Otte sind da also eine heiße Empfehlung, wer sich zum ersten Mal mit dem Thema unterscheidet. Ja. Die politischen Schlussfolgerungen von Max Otte teile ich nicht. Ja. Also seinen Optimismus, dass das Parteiensystem von innen heraus reformierbar wäre, das sehe ich recht anders. Ja. Aber die wirtschaftlichen Bücher, die Bücher zu seinen Ersparnissen, wie man die am besten anlegt. Ja. Da ist Max Otte für mich durchaus eine sehr gute Adresse als Einstiegsliteratur. Lauren Templeton ist dann auch noch ein Name, wie gesagt, ich gebe alle Namen in die Beschreibung, ja, wo man auf Amazon einiges findet zum Thema, wie investiere ich an der Börse richtig. Templeton habe ich also selber einiges gelesen. Da merkt man halt auch, dass er seine Blüte quasi schon eher vor 30 Jahren hatte als Fondsmanager und da nicht mehr alles ganz aktuell ist, ja, aber dennoch relativ gut. Ja. Und als dritte Empfehlung hätte ich dann ein Buch, das ich selbst gelesen habe, wie die anderen auch, und das, obwohl ich die Autoren eigentlich nicht kenne, die Herren Heusinger und Röhl, der Titel, den habe ich mir jetzt nicht notiert, ist irgendwas mit Dividendenstrategien, ja, ich glaube cool bleiben und Dividenden kassieren oder sowas, ja. Ich gebe das Buch dann auch in die Beschreibung. Das ist ein Buch, was wirklich auf eine sehr einfache Art einen Eindruck davon vermittelt, ja, dass Investieren an der Börse gar nicht so schwierig ist. Ja. Man muss nicht Wunderwuzi, sagt man in Wien, sein, der alles versteht, ja, sondern wenn man einfach ein bisschen Disziplin hat und über einen längeren Zeitraum immer wieder in einzelne Aktien investiert, die nicht die hochriskantesten sind, dann läuft die Sache quasi schon. Also Heusinger und Röhl, irgendwas mit Dividendenstrategie wäre hier auch noch eine Buchempfehlung. So, dann ja, bedanke ich mich nochmal für die lieben Zuschriften. Es sind wirklich ja, teilweise sehr, sehr nette E-Mails gekommen, wo man fast ein bisschen rot wird, wenn man sie sich durchliest. Ja. Also vielen Dank für die netten Kommentare, ja, und ich hoffe, dass das hilfreich war, einen ersten Eindruck davon zu kriegen, worauf es ankommt, wenn man an der Börse beginnt zu investieren. So. Dann hoffe ich, dass das für den einen oder anderen interessant war und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch.